Bei dem Daimler-Projekt ging es darum, das Ersatzteilmanagement dahingehend zu revolutionieren, den 3D-Druck einzusetzen. Wir haben eine riesen Bandbreite an Varianz. Wir haben vielleicht vor einem halben Jahr 300.000 aktive Ersatzteile gehabt. Heute stehen wir bei 317.000 Teilen. Und so steigt die Zahl kontinuierlich. Das heißt natürlich auch, dass wir uns diese Teile entsprechend zum Teil auf Lager legen müssen. Dadurch brauchen wir natürlich sehr viel Platz. Wir haben sehr stark mit Mindestabnahmemengen zu kämpfen. Also sprich, wenn wir einen Teil benötigen, müssen wir häufig 10, 15, 20, zum Teil sogar 100 Teile abnehmen. Und da bietet die additive Fertigung natürlich eine riesige Chance. Einmal, dass wir uns dieses Teil gar nicht auf Lager legen müssen, aber auch die Vermeidung dieser Überproduktion. Mit EOS haben wir einen sehr guten Partner an der Hand, der in den unterschiedlichsten Feldern schon aktiv ist. Und wir sind da überzeugt, dass wir die Lösung gemeinsam in diesen Feldern auch erarbeiten können. Langfristig wird es darum gehen, die Bauteile einfach schneller zur Verfügung zu haben an Orten, wo er bisher nicht so schnell reagieren kann. Wo wir dann nicht mehr von unserem Kunden Evobus sprechen, sondern vom Endkunden, der seine Bauteile schneller bekommt, wodurch Evobus einfach einen Wettbewerbsvorteil erzielen kann. Wir möchten die komplette Wertschöpfungskette anschauen. Von Anfang Part-Screening bis am Ende, dass dann vielleicht in unserer Niederlassung Außenorganisationen Drucker stehen und da dann auch die ganze Wertschöpfungskette gesichert ist, bildet EOS entsprechend für uns ideal ab und unterstützt uns hierbei auch sehr gut. Wir können uns vorstellen, in 5 Jahren wirklich den Bus noch besser zu gestalten. Ja, das heißt, noch individueller für die Kunden zu gestalten, wirklich einen Mehrwert zu erzielen. Und wir glauben, dass das 3D-Druckprojekt, das wir im Moment machen, als Einstieg für Daimler fungieren kann, um wirklich langfristig den Bus noch besser zu machen, wie er im Moment ist. Wir waren selber überrascht, wie weit wir jetzt innerhalb von 9 Monaten im Projekt schon sind. Wir haben über 300 interessante Kunststoffteile gefiltert. Wir sind bei über 100 Metallteilen. Wir sind dabei, die Wertschöpfungskette zu digitalisieren entsprechend. Wenn wir heute noch von einer zentralisierten Produktion sprechen, das heißt, die Maschine wird zentral bei Daimler stehen und die Teile werden von dort verschickt, dann sehen wir wirklich die Vision, in 3 bis 5 Jahren lokal Drucker stehen zu haben, dort, wo die Bauteile genutzt werden. Das heißt, eine deutlich kürzere Lieferkette, eine digitale Lieferkette, deutlich kürzere Wege, wo man deutlich an Lieferkosten sparen kann und sehr schnell beim Kunden einfach sein kann. Das heißt, es wird die komplette Supply Chain revolutionieren für Daimler.